So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FSX-Video. Ja, ich sitze hier in der Beechcraft Baron 58. Ja, wir sind hier auf dem Flughafen von St. Barth. Ja, einer kleinen Insel in der Nähe von St. Martin, müsste eigentlich jeder von euch kennen. Würde mich wundern, wenn nicht. Ja, das ist die kleine Maschine. Und ich habe jetzt einen kleinen Flug geplant von hier nach St. Martin. Ja, ich freue mich drauf eigentlich. Wird ganz lustig, ist mein erstes Video so, wo ich einen richtigen Flug mache. Ja, ich gebe dann gleich mal Schub. Falsche Sicht, die Sicht brauche ich. Und ja, der Flughafen St. Barth ist dafür bekannt, dass er eine sehr relativ kleine Runway hat. Diese hier mit 600 Metern reicht locker für unsere kleine Beechcraft. Ja, TUPW, weiß ich nicht, was das ist. Ja, dann den Berg hat man jetzt nicht so schön gesehen. Auf jeden Fall ist direkt hier hinter noch ein Berg. Ich nehme die Maus als Steuerhorn, da das sich einfach angenehmer zu fliegen ist. Ja, direkt dahinter ist ein Berg. Hinter der Landebahn, welchen man, also von welchem aus man sehr, sehr schön filmen kann, wenn man das möchte. Ja, und halt relativ kurze Runway und direkt am anderen Ende ist dann halt das Meer. Ja, wir da drüben, ich habe einmal Richtung St. Martin gedreht, da drüben ist St. Martin. Und wir werden jetzt darüber fliegen. Ich werde für kurze Zeit nichts sagen, da ich ganz kurz beschäftigt bin. Das ist nur noch horizontal, genau. Okay. Jetzt ziehe ich hier ein bisschen weit hoch. So. In Echtzeit dauert der Flug ungefähr 10 Minuten. Geflogen wird der mit einer Twin Otter von Wind Air oder St. Barth Commuter. Genau, Commuter. Und ja, das sind die beiden Fluggesellschaften, die hier halt rüberfliegen von St. Barth nach St. Martin. Und das ist eigentlich nur ein kurzer Ausflug mal, um euch mal so ein bisschen zu zeigen, hier die Strecke und einfach mal ein schönes FSX-Video zu machen. Und ja. Einfach aus Langeweile. Dum, dum, dum. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Okay. Ja, der Flughafen St. Barth wurde 2004 erweitert. Und seitdem ist dort regelmäßiger Flugverkehr in die umliegenden Inseln. Ja, St. Martin, da brauche ich glaube ich nicht viel drüber zu erzählen. Das kennt ja jeder. Ist halt, ja, ein Flughafen auf der Insel St. Martin. Normal heißt der Flughafen Princess Juliana International Airport. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ist noch, dort ist, gibt es auch regelmäßigen Flugverkehr, auch international. Und man mag es kaum glauben, St. Barth ist auch ein internationaler Flughafen. Und zwar ist das in Guadeloupe. St. Barth liegt in Guadeloupe und oder Guadeloupe, oder ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Und St. Martin liegt in den Netherlands Antilles, also in den niederländischen Antillen. Oder in den französischen, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist das, gehört die Insel St. Martin zu französischem und niederländischem Einzugsgebiet. Ja. Deshalb sind es offiziell auch internationale Flüge. Auch wenn es nur 10 Minuten dauert. Aber so ist das halt. Ja. St. Martin, da, was soll ich dazu erzählen? Ich glaube, da brauche ich gar nichts drüber erzählen. Also St. Martin ist dafür bekannt, wegen der, wegen dem vielen Flugverkehr und dann natürlich noch der Runway, die auch sehr nice ist, die direkt am Strand endet, wo man wirklich ins Wasser geblasen wird, wenn ein Flugzeug startet. Also ist sehr, sehr cool. Ich würde gerne mal hinten, ist aber ziemlich weit weg. Liegt in der Karibik übrigens. Wer es noch nicht mitbekommen hat.
Ja. Ansonsten werde ich dann hier gleich landen. Und dann war es mal ein kleiner Flug. Vielleicht, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. 10 Minuten, eine Viertelstunde. Weiß ich nicht. Ich fliege ja nicht allzu schnell. 122 ist ja nicht so schnell. Naja. Aber ich hatte da mal Lust drauf und ja, ist doch auch gut. Ich werde mir übrigens bald auch einen Joystick kaufen, also ein Panel, damit ich dann auch besser die Flieger steuern kann. Das ist ja noch so nicht ganz optimal hier mit der Maus. Geht zwar schon, aber das Landen ist relativ schwierig. Das habe ich noch nicht ganz raus. Ich gucke gerade mal. Ach nee, warte, jetzt muss ich... No! Das ist... Scheiße. So. Jetzt. Komm schon. Oh, Controller. Oh mein Gott, was war das denn gerade? So, jetzt muss ich mal gucken. Na, was macht der denn? Was macht der? Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir stürzen ab. Oh mein Gott. Ja, was war das denn gerade für ein Fail? Was macht er denn? Wieso zieht er denn so hoch? Oh mein Gott. Ich mach doch überhaupt nichts. Ich mach jetzt wieder die Maus als Steuerhorn rein. Ich wollte doch nur mal gucken, wo ungefähr der Flughafen ist. Da hinten ist die Landebahn. Direkt hinter der Hügelkette. Okay. Dann werde ich jetzt wieder umstellen auf Maus als Steuerhorn. Oh mein Gott, was macht der? Ja, das mit der Maus ist noch nicht so ganz optimal. Und dann drehen wir mal rein. So, so ein ganz bisschen auch nur. Ja. Mit der Maus werde ich aber nicht landen, weil ich das noch nicht geübt habe und das auch relativ schwer ist. Aber ich kann ja auch mit dem Controller landen und das geht auch ganz gut. Auf 1. Gear is up. Gear down. Genau. Wir sind ganz schön hoch noch. Zu hoch. Dann nehme ich noch ein bisschen Schub raus und gehe in einen leichten Sinkflug. 10 Grad Sinkflug geht ja. Weil ich kann da nicht so schnell sein. So, ich nehme nochmal Schub raus. Ja. Und dann landen wir ganz gemütlich in St. Martin. Normalerweise landet man von der Seeseite aus und nicht von hier. Aber mit der kleinen Maschine kann ich auch von hier aus landen. Das ist kein Problem. Das macht man eigentlich nur bei den großen, dass man von der anderen Seite landet. Ich weiß, wenn ich per Funkradar, also wenn ich von, also normalerweise muss ich jetzt mit Funk landen, Luftverkehrskontrolle, aber jetzt keinen Bock drauf. Deswegen lande ich jetzt einfach so. Das geht auch, habe ich auch schon oft genug gemacht. Und ich weiß, dass wenn ich halt per Funk anfordere, dass er mich dann hinten einmal so eine Platzrunde fliegen lässt und mich dann aufs Meer schickt. So war es jedenfalls das letzte Mal und darauf habe ich echt keinen Bock jetzt. Ja, so ist das, ne Leute. So, noch einmal Schub raus. Also die Grafik ist mir immer very, very krüppel. Ich versuche jetzt einfach mal mit der Maus zu landen. Vielleicht kriege ich das hier hin.
Also ich hoffe sehr, dass ich das hinkriege. Und schlimm genug, dass ich keinen Joystick habe. Voll geil, die Autos fahren durchs Wasser. Na, jetzt komm runter mit dem Scheißteil. Ey, ich muss doch auf Steuer. Nein. So, Controller. Oh. Ach du heilige Scheiße. Das war die schlechteste Landung, die ich je gesehen habe. Ja. Entschuldige ich mich auch für die Scheißlandung. Wie gesagt, mit der Maus landen geht überhaupt gar nicht. Das ist unmöglich. So, Klappen einfahren. So, und dann hier einmal rum. Schön auf der Linie. Okay, jetzt bin ich von der Linie abgekommen. Und ich merke schon, ich fahre viel zu schnell. So. Und an dieser Stelle beende ich das Video und wünsche euch viel Spaß. Tschüssi. Noch bei dem, was ihr auch immer macht.